Hallo, meine Damen und Herren, wir sind immer noch gefangen im Wald. Und ihr werdet auch gefangen im Wald sein, ohne Hilfe, ohne Kleidung, bei minus 80 Grad. Dieses Reh war auf meinem Haus. Wenn ihr nicht sofort diesen Kanal abonniert, wir haben schon eine Folge gemacht und die war geil und da war toll. Also ich würde mich so freuen, wenn ihr alle abonniert. Wir wollen hier ja irgendwann auch mal die 100.000 Abonnenten auf dem Kanal erreichen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn ich hier, sag mir wo und wann. Der Twitch-Chat ist wieder dabei und YouTube ihr natürlich auch. Also herzlich willkommen, fühlt euch wohl. Kelvin hat in der letzten Folge hier einiges aufgeräumt. Wie gesagt, schaut die erste Folge, falls ihr es nicht gesehen habt. Und wir haben hier wir haben eine heftige Hütte aufgebaut. Wir haben da drüben einen kleinen Shelter aufgebaut. Wir haben das Spiel mal so ein bisschen kennengelernt, as I said. Und Kevin, der sammelt hier immer noch fleißig irgendwas oder cleart die Umgebung, I guess. Ja, unser Plan für, beziehungsweise die letzte Folge nochmal Recap, haben wir ja diese unterirdische Dings gefunden, wo uns das Navi ja hinführt, der grüne Punkt, der leuchtet. Da sind wir aber nicht weitergekommen, weil wir eine Keycard brauchen. Guck mal, da ist schon wieder ein Schmetterling auf meiner Axt gelandet. Es ist wunderschön. Genau. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt ein bisschen Progress. Wir wollen auch ein Seil finden und ähnliches, damit wir einen Bogen machen können. Wir haben schon Pfeile gedruckt ohne Ende da unten. Da gab es auch einen 3D-Drucker. Mila, Dankeschön, wenn ich Stufe 1 habe. Und ja, that's basically it. YouTube, ihr seid abgeholt. Ja, ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ihr das Video gesehen habt, deshalb. So. Okay, ich würde sagen, wir lassen Kevin mal ein bisschen hasseln. Aber hier hinten irgendwo im Wald. Kelvin? Kevin, alles gut? Kevin, komm mal. Sammeln wir mal hier im Umkreis von 10 Metern. Hier, hol Stämme. Nee, warte mal. Beseitige 10 Meter. So. Jetzt machst du hier ein bisschen Terraforming, ne? Wie Gronkh damals bei Minecraft. Alles klar, Kelvin? Perfekt. Genau. Er macht jetzt hier ein bisschen die Umgebung sauber. Und wir gucken mal, dass wir vielleicht das Haus fertig kriegen. Weil so eine geschützte kleine Hütte zu haben, wäre natürlich nicht übel. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich weiß nicht, wie wichtig das im Spiel wirklich wird. Aber ja, zumindest die The Forest Dudes, die wir hier, denen wir schon zum Teil begegnet sind, die sind gar nicht mal so süß. Ja? Die machen mir irgendwie ein bisschen Sorgen. Ich glaube, die werden uns noch irgendwann richtig heimsuchen. Deshalb, ich glaube, eine Hütte zu haben, wäre nicht übel. Da kommen die zumindest nicht rein. Und so eine kleine süße Hütte will doch jeder haben, ne? Könnt ihr mir nicht erzählen, dass niemand von euch da draußen eine kleine Hütte haben möchte. So, geh hier mal auf. Kohle, 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 ja, ja, Kohle. Ne? Oh, weia. Reden wir nicht drüber. Die brechen Türen auf. Ja, vielen Dank für diese Information. Damit ist mein kompletter Plan auch gone. Jetzt fängt es ja an zu regnen. Gar nicht mal so geil. Aber ist in Ordnung. Solange wir ein bisschen was machen können. Oha, der Regen ist ja gar nicht mal so unlaut. So, zack. Ich weiß gar nicht, wie es ist mit so Wildtieren. Ob die uns... Alter, du machst das so geil, Bro. Kelvin, einfach so eine Legende. It's raining, man! Halleluja, it's raining, man. Yeah, Die kann ich gar nicht gebrauchen? Hä, habe ich nicht gerade eben das Ding hier... Willst du mich verarschen? Musst du wissen. So, Kelvin. Wir bauen jetzt kurz das Haus hier ein bisschen weiter. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch... Ne? So, zack. Ich weiß gar nicht, ob man dann einfach automatisch diese Dinge... Guck mal, wie hier die ganzen Bäume aufnehmen. Das ist schon ehrenwert. So. Jetzt knacken wir hier vorne das mal auf. Schön. Einfach so ein richtig Bilderbuch-Spinnennetz. Ja, wie gesagt, wir kümmern uns erstmal ganz kurz darum, dass wir hier... Schön, du machst das klasse. Dass wir kurz die Hütte bauen und dann gehen wir sofort in die Höhle.
Vielleicht gehen wir vorher nochmal schlafen. So wie es aussieht, bin ich auch ein bisschen müde und muss mich ein bisschen ausruhen. Was anscheinend auch nicht so spielen. Aber was ganz geil ist, ich muss sagen, Getränke sowie Essen, das wirkt jetzt nicht so, als wäre das ein langfristiges Problem in dem Spiel. Man muss sich schon drum kümmern, aber es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit. Sich darum kümmern muss. Wisst ihr, wie ich meine? Dass es auch so aktiv zu einem krassen Problem wird, wenn man mal nicht sammelt. Oder nichts isst eine Weile. So. Ja, ja, nach und nach. Nach und nach, Leute. Wie nennt man das immer? Slow and steady wins the race. Alter, ich höre überall Leute irgendwie krakeln oder Viecher. Ne? Bisschen Schiss habe ich ja. Ganz entspannt. Alles gut. Ist doch alles gut. Hier hinten waren jetzt auf jeden Fall noch ein paar von diesen Loks. Wir machen das jetzt. Alter, ab und zu denke ich, hier sind so, so hautfarbene Sachen hier, ne? Ich denke hier immer die ganze Zeit, hier sind irgendwelche Brees. Ich denke immer, da sind irgendwelche Brees, die mich durch die Büsche angucken. So, die knacken wir auf. Achso, das sind pro Balken sind direkt zwei. So, Calvin, du musst aufpassen. Hier sind überall Böslinge. Die wollen dir nichts Gutes, Calvin. Die wollen uns. Die wollen uns belästigen. Die wollen uns essen vielleicht sogar. Du musst aufpassen, mein lieber Calvin. So, wir knacken jetzt die letzten hier ran. Aber wisst ihr noch, wie aufwendig das war? In den Teilen. In dem alten Teil. Häuser zu bauen. Weil man immer alles alleine machen musste. Und jetzt hat man einfach so eine kleine Biene, die hier alles für einen macht. Der Winter soll schwierig werden. Es gibt Winter in dem Spiel, Andy? What the fuck? Okay, knick, knack. Wir knacken alles rein. Noch 13, ist nicht mehr viel. Ich glaube, das kann man. So. Noch hier. Guck mal, jetzt macht er hier überall die Büsche weg. Ich glaube, er findet keine großen Bäume mehr. So. Zack. Noch 9. Ja, ist ein cozy Stream, Michael. Ist ein cozy Stream. Merkt man, ne? Let's get cozy together. Ist das mit der Unreal Engine 5 gemacht? Creepy, ich weiß gar nicht so genau. Könnte sein. Bin mir aber nicht sicher. So. Knacken hier auf. Ich glaube, jetzt noch gleich 5. Und dann können wir vielleicht auch da drin schlafen gehen. Wäre natürlich Poggers. So, was los, Calvin? Ah, Calvin macht schon guten Job, ne? Calvin macht schon echt guten Job. Muss man schon sagen. So, jetzt sind wir gleich durch. Und noch eins gleich. One last log. I got a feeling to breathe. I'm gonna celebrate. One day, one night. We got it! We got it, guys! So. Können wir jetzt hier drin schlafen? Und du? Können wir jetzt zumindest einen Schlafsack bauen? Ich muss ein Bett bauen. War es gerade? Bett aus Stöcken. Jetzt muss ich auch noch Stöcker sammeln. Ich kacke. Okay, Freunde. Ich muss mal ganz kurz auf die Toilette.
Ich komme sofort wieder. YouTube, ich schneide das raus, keine Sorge. Ich gehe ganz kurz auf die Toilette. Kelvin, stimmt, Kelvin könnte es bauen. Schuh. Kelvin. Kelvin, komm mal. Da ist sie schon wieder. Da ist sie schon wieder. Was soll ich machen? Tante Ulla steht vor der Tür. Wir wollen aber eigentlich zu Kelvin. Da ist Tante Ulla. Guck mal, Kelvin, wie er hier sitzt. Kelvin, alles gut? Kelvin, lass mich mit dir reden. Baue. Konstruktion abschließen. Mach mal bitte Feuer. Ja, ja, ist ja gut. Guck mal, jetzt nimmt er hier Stöcker. Was macht er denn jetzt? Nimmt er jetzt hier Stöcker und geht dann rein und baut das Bett? Ich sehe nichts. Wie war das nochmal, L? Doch. Du hast Angst im Dunkeln. Ja, geil. Realitätsverlust 94, danke für dein Prime. Merkt ihr, was sie für Namen da draußen haben, YouTube-Zuschauer? Total komisch. Realitätsverlust, was sind das für Namen? Naja, müssen die wissen, im Endeffekt. Was macht er? Was sammelt er denn da? Der sammelt jetzt hier 80 Stücker, oder? Ich will Ulla nicht töten, aber eben habe ich sie aus Versehen gekillt. Aber sie ist jetzt eh weg. Gott. Ich sehe nichts. Wie kann ich denn... Ich gehe mal drüben schnell schlafen hier, Freunde. Ich gehe mal hier kurz schlafen, es ist mir gerade zu dunkel und alles. So. So, moin. Oh. Mensch, war das eine anstrengende Zeit hier. Jetzt hole ich mir schnell wieder ein paar Stöcker und baue mir so ein schönes Lagerfeuer. Das war jetzt halt ein Stock. Ich brauche mehr! Mehr Stöcker! Mehr! So, weiterer Stock. Komm, Kev. Kev. Kev, was kann ich für dich tun? Damit Kelvin jetzt hier einfach so Stöcker. Okay, ich baue mal hier vorne einen Stock. So, wie war das nochmal? So. Und dann... So. Und dann platziert man die hier unten auf den Boden. Knack. Knack. So, und dann zünde ich das einfach mal an. Hatte ich jetzt noch ein paar Fische? Da könnte ich die Fische ja... Tatsache. Nein! Rotten Fish? Ach du Scheiße. So, leg mal hier den richtigen Fisch drauf. Und hier das Stück Fleisch. Schön. Jetzt habe ich aus Versehen wieder so einen großen... Was ist passiert, Kelvin? Hol. Fisch. Mir geben. Okay. Hol mal ein paar Fisch. Kelvin. Ist das Bett jetzt aufgebaut? Tatsache, es fehlt nur noch Tape. Ist ja geil. So, ich speichere mal kurz. Zack. Kurz gespeichert. Ich gehe mal was tun. Einen kleinen Schluck. Und jetzt müsste eigentlich mein Essen... auch schon bereit sein zum Schmackofatz. So, geil, wir sind zurück. So, Kelvin auch richtig hart hier am Fischjagen. Gibt's auch einen Waldenbeck Drive? Klar, komm rum, Digga. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall unser Bett. Wir können hier schlafen, wir können hier speichern. Geil. Ist doch nice. Kelvin wartet auf Fische? Oder so? Kelvin? Ja, Kelvin hat einen Fisch gefangen. Dankeschön. So. Okay, ich würde den einfach mal auch braten kurz. Und dann gehen wir mal sofort in die Höhle. Wir haben jetzt hier unseren... Cooked Fish? Raw Fish. Wir haben jetzt hier unseren, Dings gemacht.
Wir haben jetzt unsere Hütte aufgebaut und jetzt würde ich sagen, wir gehen einfach mal Richtung Höhle und schauen, was es da drin so gibt. Weil, warum nicht? Kelvin, kannst ja mitkommen, Biggie. Sammelst du hier immer fleißig schon weiter Fische, oder wie? Du bist ja ein braver Kelvin. Kelvin, das machst du klasse. Baue, Feuer. Das ist halt geil, dass man dem das sagen kann, ne? Broko, dankeschön für deinen Stufe 1 ab im 17. Monat. Heftig. Dankeschön. So, Fisch müsste gleich ready sein. Ich glaube, er ist jetzt tatsächlich sogar schon ready. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, dann werfe ich doch am besten, einen rohen Fisch weg, oder? So. Ja, oder so. Okay, Kelvin, wir sehen uns bald wieder. Ich gehe jetzt einfach mal da rein in die Höhle. Du weißt, wie es läuft, ne? Du kennst das Spiel. Seht ihr, wie Kelvin da hinten lang sprintet? Alles gut, Kelvin? Meister! Er so, Meister, ich dachte, sie wollen gehen. Ich... Fucking hell, Kelvin. Fucking hell. Kelvin ist eine absolute Legende. Was ein geiler Kelvin. Gut, wir gehen mal rein. Ich habe literally keine Ahnung, was mich erwartet. Okay. Ein Skelett. Aber ich gehe mal davon aus, zumindest ein bisschen Loot, wa? Wir haben hier zumindest ein bisschen Fleisch. Arme. Armbanduhren. Eine Decke. Und eine Decke. Okay, hier ist auf jeden Fall einiges an Loot. Wir haben irgendwelche Decken. Ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Oh, wei. Oh, wei. Ach, klasse. Seil! Wir können uns einen Bogen machen. Wir können uns einen Bogen machen. Hier, wo ist denn jetzt das Seil hin? Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. So, zack. Handgemachter Bogen. Habe ich noch Stöcker? Klar. So, und jetzt? Handgemachter Bogen. Und jetzt so ein Ding, oder? Tschüss! So, ihr Ratten. Ihr Landratten. Jetzt kriegt ihr richtig auf die Fresse. Ob ihr wollt oder nicht. Da hinten sind Leute. Oh wei. Wir haben ein paar Knochen. Oh wei. Da hinten stehen sie alle. Also was man auf jeden Fall sagen muss. Was man unbedingt sagen muss. Oh, geil. Ein Kruzifix. Okay, wisst ihr was? Wir machen es mal so. Ich werf da hinten mal. Ah! 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 Weg, wohl! Ja, den hast du stecken, Arschloch. Hier, nimm das. So, du miese Ratte! Stirb. Hab ihn. Ich hab ihn.
Nee. Du verpiss dich. Meine Höhle, meine Regeln. Du gehst zurück zu dem Loch, woher du kamst. Du blöde, eklige Sau. Und du erst. Du gehst dahin, wo du außen Loch gekrochen bist. Weg mit dir. Fragen? Gibt es Fragen? Ich glaube, alles ist geklärt. Ist das hier ein Erz, was ich farmen kann? Okay. Alles gut. Wo ist denn jetzt mein Bogen hin? Ja. Warte, wo sind denn meine Pfeile hin? Ich hab mir doch Pfeile gemacht. Ich hab mir doch ohne Ende Pfeile gemacht. Oh. Armbrustbolzen. Chat, wie kann ich die Pfeile einsetzen? Wie kann ich denn die Pfeile einsetzen? Weil anscheinend gerade geht nicht. Ich schieße gerade leer, ohne Pfeile. Aha. Steh auf. Leute, ich sehe so wenig. Sie kommen. Ich sehe nichts. Ich hab alle Pfeile verschossen. Ganz fix. Bitte, stirb! Tot? Tot. So, den hole ich jetzt auch noch. Ach, das ist ein Toter. Das ist ein toter Mensch. Hier ist irgendeine E-Mail. This is what we are looking at. Sie haben irgendein Bild verschickt in Outlook. Aha, okay. Nein. Guck mal, wie viele Armbandruhen ich auch habe. So, kann ich das wegstecken? Ja. So. Okay. Pfeile, die ich verschossen habe. Ach, guck mal. Hier liegen sie ja alle. Hier habe ich auch einige daneben geschossen. So, der hat einen stecken. Und der Rest ging wahrscheinlich irgendwo auch daneben, oder? Alter, ist das aufregend. Mein Gott. Hier hinten gehen noch ein paar hin. Aber sehr schön, dass man die wieder aufsammeln kann. Gott bless. So, wir schauen mal ganz kurz. Kann ich mich irgendwie heilen? Blätterrüstung kann ich mir machen. Ich kann mir tatsächlich eine Blätterrüstung machen. Medizin. Schauen wir mal Medizin rein. Einmal Medizin. Schön. Jetzt heile ich mich wieder langsam hoch, I guess. Okay, eine Fackel könnte ich mir auch machen. Vielleicht. Aber ist jetzt gerade nicht meine Prio, ne? Wir gehen hier einfach mal durch. Ah!
Oh Gott, das kommt, oder? Fucking disgusting. Das Geräusch auch. Kann das sterben? Kann das sterben, das Ding, Chat? Oh, das ist ja disgusting. Bitte, bitte stirb. Ich weiß nicht, was du bist. Ich weiß nicht, warum du bist. Mein Gott, du ekelhaftes Stück Scheiße. Oh. Und er hat auch direkt keinen Bock gehabt, ne? Er hat sich direkt gesagt, ne, ich lehne mich jetzt hier an die Wand und ich werde nicht rauskommen. Ah, zwei Zeitbomben. Ah! Ich sterbe. Bro, bitte, halt die Fresse. Bitte. Okay, ich mach. Ich mach mir eine Fackel. Brauche ich so ein Ding? Stoff? Nein. Stoff? Und was noch? Ein Stock? Bitte. Warum ist die Steuerung so doof? So, zack. Gottes Willen. L. Bitte, was denn? Bitte. Wie kann ich dich jetzt anzünden? L gedrückt halten? Ah. Oh, besser. Besser. Aber auch nicht wirklich. Da vorne sind welche. Oh, ich habe gar keinen Bock hier reinzugehen. Ich will nicht hier rein. Kann ich wieder raus? Ich hab doch jetzt einen Bogen. Ah, aber hier gibt's wahrscheinlich so viel zu sehen. Oh Gottes Willen. Okay. Alles gut. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. Ist er tot? Schön Damage geben. Gut. Ausgewichen. Schön drauf. Schön. Biene Maya. Stirb! Oh! God fucking bless.
Oh! Oh, da hab... Was bist du, du ekliges Stück Scheiße? Mutantenrüstung? Was ist denn jetzt eine Mutantenrüstung? Ich habe jetzt eine Mutantenrüstung. Habe ich da hinten gerade... Da sind noch mehr. Da sind definitiv noch mehr. Aber alles gut. Alles gut. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Also ich habe auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen was daneben geschossen. Aber ich habe einen Großteil... Ein Großteil der Pfeile konnte ich wieder retten, auf jeden Fall. Die lagen... Ich guck mal nochmal hier irgendwo. Hier. Bro, was ist das? Das war ja ekelhaft. Das war wirklich ekelhaft. Okay, hier ist noch einer. Das ist noch so ein Ding. Das ist noch so ein Ding. Alles gut, Leute, alles gut. Das ist nur ein Stock, habe ich recht? Das ist nur ein Stock, habe ich recht? Okay, Leute, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Leute, 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 Biene Maya. Pop the pills in your system, brother. Was ist denn jetzt? Jetzt bin ich hier wieder wach geworden. Warte mal, habe ich meinen Stuff? Habe ich meinen Stuff? Du musst deinen Rucksack zurückholen. Ist das mein... Um Gottes Willen. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Energieriegel, essen. Von mir aus. Warte, ich habe Zeitbomben. Zeitbombe. Die könnte ich werfen. Theoretisch. Gott, ist der stark. Meine Fresse. Das Viech in die Luft. Ich versuch's. Oh, es war so. Oh, Mann! Es kann doch nicht sein, Alter. Jetzt habe ich hier. Aua! Jetzt habe ich. Ah, Junge, jetzt habe ich so ein. Mein Schienbein gegen das gegen den PC gehauen. Okay, ist er tot? Er müsste ja jetzt tot sein, oder? Okay, und kurz einmal bestätigen. Ich habe jetzt einen Debuff. Habe ich jetzt irgendeine Art von Debuff bekommen, weil ich gestorben bin? Vielleicht die Ausdauer oder so? Gab es jetzt einen Debuff? Oder wie ist das? Okay, hier ist auf jeden Fall irgendeine... Abgefuckt. Es gab keinen Debuff.
Okay, krass. Was ist das? Ich habe jetzt ein Stück Mutantenrüstung. Kann ich davon noch mehr tragen? Okay, lass mich mal ganz kurz schauen. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen runterkommen. Oh Gott, Alter. Das ist alles nicht mehr, alles nicht wahr, ey. Wann? Okay, da kann mir jemand ganz kurz beantworten. Wann ist der Zeitpunkt, wo ich sage, okay, jetzt gehen wir aus der Höhle raus? Wann ist der Zeitpunkt gekommen? Weil ich muss sagen, ich fühle mich massiv unwohl. Wenn du kein Futter mehr hast und so. Achso, das heißt, es ist so einfach, es gibt nichts zu erledigen im Prinzip. Ja, ey, Chat, ganz ehrlich, dann verpiss ich mich jetzt. Es reicht. Ich kann das alles nicht mehr. Dann will ich gar nicht unendlich jetzt hier durch die Höhle. Am Ende könnte es guten Loot geben, ja, aber Digga, ich habe einen Speer. Ich habe einen Speer und das war's. Ich habe keine Pfeile mehr, ich habe keine Rüstung, ich habe gar nichts. Ich bin erstmal raus. Am Ende ist immer was Krasses. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber ich glaube jetzt gerade ist, glaube ich, egal. Jetzt gerade ist, glaube ich, egal. Oh, hier ist noch ein Pfeil, oder? Also wir haben auf jeden Fall ein paar Seile bekommen, Dosen, Zeitbomben. Wir haben schon ein bisschen was. Vielleicht eine Pistole, ja, ja. Aber das Ding ist, ich glaube, ich sollte erstmal mich mehr... Ach, da oben kam ich ja, ne? Ich glaube, ich sollte mich erstmal mehr vorbereiten. Zum Beispiel zumindest eine provisorische Rüstung. Ich glaube, viel mehr Pfeile. Und ich glaube, auch an der Oberfläche kann man zumindest erst einmal genauso gut... genauso gut stattfinden, oder? Das ist jetzt meine Wahrnehmung. Zumindest was die Grundbasics angeht. Und so. Und dann gehen wir einfach mal wieder irgendwann später zurück. In die Höhle. Oh. So, noch ein Grund, warum man einfach nur hier oben bleiben sollte. Ist einfach viel schöner. Guck mal, da ist so ein Reh. Kleines Bambi. Ja? Guck mal, wo ist Kevin? Wo ist Kevin? Kevin? Bei der Lebensanzeige siehst du einen rosa Balken. Das ist deine Rüstung. Ah. Ja, okay. Zum Beispiel daran kann ich ja arbeiten. Oder? Ich kann auch Safe-Rüstung machen. Guck mal, wenn ich jetzt hier raufgehe. Reparaturwerkzeug, handgefertigte... So, was ist denn, wenn ich... Nee. Was ist denn, wenn ich jetzt das hier rein... Oder was ist denn, wenn ich hier Batterien reinmache? Guck mal, dann kann ich eine Tech-Rüstung machen. Schau mal. Ich kann eine Kettensäge machen... Tech-Rüstung. Und wenn ich jetzt hier so das reinmache, auch Knochenrüstung. So, ich könnte zum Beispiel Knochenrüstung machen. Ne? Rüstung wäre schon mal zumindest ein guter Ansatz. So, wie viel Knochen haben wir denn gerade? Ich glaube nur ein bisschen. Knochenrüstung. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Aber da können wir halt gucken, ob wir ja gut, da können wir halt die Viecher unten in der Höhle theoretisch farmen. Respawn Viecher in der Höhle, Chat? Respawn Viecher in der Höhle oder sind die so lange da unten oder sind die so lange tot, also oder sind die einfach auf ewig tot? Das frage ich mich gerade. Ich vermute die Respawn, oder? Vielleicht weiß das ja jemand. Wo ist denn Kelvin gerade? Ach, da vorne am Wasser. Ach, wisst ihr das gar nicht, ob die respawnen? Das ist natürlich interessant zu wissen, theoretisch. Ich hatte C4 in der Hand gerade, ja. Okay, ich trinke erstmal einen Schluck und esse was. Und dann würde ich mal an der Oberfläche erkunden gehen. Bevor wir... Ja, ihr wisst schon. Schön geslurpt.
Noch ein kleiner Slurp. Ich glaube, nach dem Schlafen gehen respawnen, wenn ich mich nicht täusche. Im ersten Teil sind die tot geblieben. Oh. Okay, das ist krass, weil dann könnte ich jetzt eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Erst Bakterien erschlagen, dann getrunken. Richtig, so macht man's. Cool. Ich würde schlafen eine Runde. Na, wobei, es geht mir nicht ganz gut. Zumindest speichern wir. Deine Trinkflasche. Ah, ja. Danke fürs Erinnern. Ich habe doch so eine Trinkflasche aufgehoben. Wo ist denn die? Ist das hier? Taktische Jacke? Kann ich die nicht? Krass. Sieht jemand meine Trinkflasche? Ah, da. So, wir füllen dich mal auf hier. Glock, 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 glock. So. Stark. So, ich hau mir jetzt noch. Warte mal. Kann ich. Ist der noch. Ja, guck, Fisch. Geil, dann hau ich mir den noch rein. Dann geh ich, glaube ich, gleich kurz schlafen. Ich habe den ersten Teil tatsächlich nicht gespielt, ne? Also, was heißt nicht gespielt? Ich habe ihn schon gespielt, aber ich habe ihn nie so viel gespielt, dass ich sagen würde: Yo, ich bin confident. Wisst ihr? So. Okay. Oh ja, jetzt muss ich wieder was essen. Ach, man verliert? Man verliert Stuff, wenn man schläft. Und dann muss man wieder essen. Das wollen die wahrscheinlich machen, um zu verhindern, dass die Leute sich einfach so durch die Zeit fressen. Guck, Fisch, essen. Geil. Den Hell habe ich nicht gespielt, ne? Also meine Idee wäre jetzt, Chat und YouTube, meine Idee wäre jetzt, dass wir gemeinsam einmal hier auf die Karte gucken und dass wir gemeinsam zu so einem Point of Interest gehen. Ich sehe da hinten zum Beispiel so ein pinkes Ausrufezeichen. Da würde ich einfach mal sagen, dass ich da hingehe. Weil, warum nicht? Es ist ein bisschen weit weg, aber ich würde halt auch gerne sehen, was wir in der Zeit so... Wobei, wir könnten auch neue Dingsbums machen, ne? Scheiße. Ja, Knochen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Knochen bekommt man, wenn man diese Typen killt und die zerlegt. Oder wenn man Tiere killt und die zerlegt. Stimmt das? Oder wenn man die Leichen verbrennt? Mutanten auf dem Feuer verbrennen. Aha. Oder das. Verstehe. Verbrennen. Okay, ja, weiß Bescheid, Chat, danke. Pfeile. Wie ist denn das, wenn ich jetzt Pfeile machen will? Oh nein, 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 nein. Kann ich einfach Holzpfeile machen? Steinpfeile. Ah, Federn brauche ich. Wie sind das Blätter? Sind das Blätter oder Federn? Kann ich hier jetzt so ein bisschen. Oh shit. Federn. Wo kriege ich denn Federn her? Kriege ich Federn, wenn ich Vögel kill? Ja, dann muss ich ja einfach nur Vögel. Was heißt nur, aber? Ich habe doch vorhin so einfach einen Vogel erledigt. Komm her. Okay, ich krieg's nicht so ganz. So, hier ist noch ein Vogel. Hä? Muss ich vielleicht irgendwie einen Speer benutzen? Ich versuch's mal so. Weil Vögel an sich gibt's ja hier genug. Scheiße! Stock collected. Sind hier noch mehr Vögel? Weil ich brauche halt schon Pfeile. Pfeile sind halt schon strong, vor allem wenn man dann weiß, wie man mit dem umzugehen hat, ne? Hier ist noch so ein Übertricksvogel. Guck mal da, hier oben. Fuck. Manchmal fliegen Federn auch in der Luft, wenn ein Vogel losfliegt. Ach echt? Hä, wie habe ich denn vorhin... Ha! Du blöde Sau, da!
Und jetzt soll ich den einfach mit dem Messer zerlegen? Oder was? Aus der Luft die Federn fangen. Oh, wisst ihr was, Leute? Mit der Axt. Wisst ihr was, Leute? Ich baue mir so ein Vogelhaus. Und in der nächsten Folge gehen wir dann gemeinsam Dings auf ein Abenteuer. So, wo kann ich mir jetzt ein Vogelhaus bauen? Hier war das. So. Vogelhaus. 18 Stöcker. Ich mach das hier so an mein Haus ran. Schön. So. Schön. Ach so, und hier gehen jetzt Vögel hin. Und hier gehen jetzt Vögel hin und dann kann ich Federn farmen. Habe ich jetzt schon eine Feder? Ah! Ja, geil. Ja, das ist ja easy dann. Ja, danke für die Gesundheitswünsche, Freunde. Immerhin eine Person im Chat, ne? Ich fühle mich so appreciated. Ich bin schon eine kleine Memme, ne? So. Ja, guck, jetzt können hier die Vögel chillen. So. Allergie gegen Vogelfedern, ne? Guck mal, ich baue vielleicht noch eins an. Ah, guck mal, das ist voll schräg. Scheiße! Warum ist denn das so schräg? Guck mal, ich baue noch eins. Hier so. Also. Ja, kann man. Ja, Digga. So? Ist alles so pain und eklig hier, naja. So, was kann ich denn jetzt hier? Kevin, komm mal her. Nee, Kelvin, Entschuldigung. Du baust Konstruktion zu Ende. Du baust jetzt das Vogelhaus. Guck mal, wie er sich freut. Kelvin, du geile Sau. So, 3 Federn collected. Jetzt können wir auch langsam hier. Guck mal, jetzt fahren wir noch ein paar Stöcker. Guck mal, hier liegen noch über Stöcker. Kann ich die nicht einmal aufnehmen? Okay, wir machen einfach kurz ein paar Pfeile, Leute. Weil ich glaube, ohne Bogen. Bogen ist halt strong, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, ohne Bogen loszugehen wäre nicht so ganz smart. Vor allem, wenn wir schon die Möglichkeit hätten, halt, ne? Schön mit dem Bogen durch die Gegend zu laufen, sollten wir auf jeden Fall auch die Möglichkeit nutzen. Und wenn wir dann ein paar Federn brauchen, umso besser. Weil, ne? Die paar Federn, hör mal. So, zack. Schön. Oh, kann ich gar nicht mehr aufheben. Schön machst du das. Schön machst du. Ach, danke, Leute, für die ganzen Gesundheitswünsche. Ihr seid so toll. So, wir bauen. Steinfall. So, jetzt filmen wir die. So, und jetzt Holz. So. Okay. Wie viele haben wir jetzt? Wie viele Pfeile habe ich jetzt? Wo kann man das nachgucken? Hier? Ja, hier. 4 Steinpfeile. Das ist ja nix. Okay, heißt das, wir brauchen jetzt mehr Steine? Mehr kleine Steine? Wo findet man denn kleine Steine, Leute? Das frage ich mich. Hier einfach? Oh, das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich nicht so genau weiß, ne? Die liegen einfach rum, weil das sind ja große Steine hier, oder? Kann ich die vielleicht kaputt machen? Mit einer Axt. Nee, Bullshit. Also man braucht einfach kleine Steine. Ja, Kelvin. Erstmal baue ich jetzt hier die Scheiße zu Ende. Kelvin, komm mal her. Du holst Steine und gibst sie mir. Kelvin.
Kann man große Steine zerkleinern? Das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Kleiner Stein. Guck mal, die liegen halt hier überall, so Mini-Dinger. Guck mal. Ja, also grundlegend glaube ich, das ist easy. Alter, Calvin! Du hast ja Muckis. Das sind halt so ganz kleine Mini-Steine, die sieht man kaum. Ja, okay, die zu sammeln ist gar kein Problem. Guck mal, hier ist noch eine. Okay. Hier kriegen wir noch ein paar Federn. Schön, 5 Federn gesammelt. Okay, ich würde sagen, wir gehen gleich los. Ich mache jetzt einfach noch ein paar Pfeile. Und dann ist auch, glaube ich, zumindest die Folge dann bald vorbei. Aber noch nicht. Noch nicht ganz. Noch seid ihr mich nicht los, Leute. Noch seid ihr mich nicht ganz los. So, Stöcker. So, dann machen wir jetzt nochmal ein paar Pfeile. Aber dieses Geräusch ist halt so fucking real, oder, Chat? Dieses kleine Steingeräusch, da fühlt man sich wieder wie so ein kleines Kind, habe ich recht? Da fühlt man sich wieder wie so ein kleines Kind, was sich damals so was so damals Steine gesammelt hat in so einem Beutel. So, wie viele Steine haben wir? Ja, wie viele Pfeile? 8. Nur 8? Bin ich dumm? Haben wir nur 4? Hä? Warte mal. Wir haben noch gerade 80 Milliarden. Wir haben noch gerade 80 Milliarden Pfeile gemacht. Oder bin ich komplett lost? Fehlte irgendwas? Oder kann man nur 4 auf einmal machen? Kann man nur 4 auf einmal machen? Ach, man kann nur 4 auf einmal machen. Ja, Leute, jetzt versteh's. Ist ja gut, entspannt euch, entspannt euch, entspannt euch. Achso, nee, das ist ja okay. Wir machen jetzt einige Pfeile und dann ballern wir einfach nur rauf. Ey, Last Jano, dankeschön. Dankeschön. So. Kombinieren. Ja, leider. Ich glaube, jetzt fehlen noch Steine. Naja. Okay, ich bin, glaube ich, erstmal zufrieden. Ja, geile Steine, Bro. Sammelsteine. Es ist halt so witzig gemacht. Holy fuck. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges. Wobei, ich war zwischendrin auf Klo, ne? Ja, komm, dann spiel ich noch ein bisschen weiter. So, wir haben jetzt hier, guck mal, das. Hoppala. Kann man eigentlich in einem Haus ein Feuer machen, Chat? Kann man in einem Haus ein Feuer machen, ohne dass das Haus abbrennt? Oder gibt es dann Probleme? Also von wegen Feuer oder Tod. Kann man. Ist ja richtig dumm. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Tierfreunde im Chat. Oh, lecker Schmecker. Ah, let's go. Let's fucking go. Ah, das war schön. So, was gibt's hier? So, wir haben jetzt... Hast du das gesehen? Alter Schwede. Guck mal, Calvin ist total unbeirrt. Den juckt das gar nicht. So, Calvin. Du Ratte da. Schau mal her, Calvin, was ich mit dem mache. Schau mal, Calvin, was ich von denen halte. Schau mal, Calvin.
Schau mal, Calvin. Das halte ich von denen. So, Calvin. Meine Oma hat schon immer gesagt früher, wenn ein Mensch auf dich zukommt und das mit dir machen will, dann sag einfach nein! Und alles wird gut. Guck mal, die verbrennen aber wirklich langsam. Calvin, ich brauche keine Steine mehr. Okay, krass. Okay, jetzt haben wir hier Knochen. Knochen ohne Ende. Geil, geil, geil. Schädel brauche ich jetzt auch nicht mehr. Oh, Knochen haben wir schon genug. Okay, was ist, wenn ich jetzt hier eine Knochenrüstung machen will? Knochenrüstung. Seil. Ja, easy, kriegen wir hin, oder? Wo ist das Seil? Das Seil war... Wo war denn das? Hier. Boom. Und was noch? Klebeband. Nee. Handgefertigte Keule. Auch gut. Knochenrüstung. Ja, also Kleber. Oder? Was war das? Ja, Kleber. Machen wir Knochenrüstung. Geil. Heftig. So, jetzt habe ich irgendwo hier rechts schon ein bisschen Knochenrüstung. Zack. Abfahrt. So, was war das noch eben? Eine Keule? Sah auch sehr interessant aus. Eine handgefertigte Keule. Ist das gut? Ist das gut gegen Gegner, so eine Keule? Chat? Sollte ich das machen oder nicht? Ich glaube schon, oder? Oder reicht da so ein Speer so immer? Ja, die bockt gut, oder? Ich mach die jetzt einfach. Warum nicht? Boom. Aber auch arsch viele Federn hier drin. Geil. So. Aber habt ihr gesehen, wie ich die gerade beide weggeballert habe? Double Headshot. Keine Chance. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Knochen über. Aber wirklich viele Knochen über, ne? Gibt es sowas wie Truhen? Leute, gibt es sowas wie Truhen? Kann man auch Bewahrungs... Ja, warte, kann man. Warte, ich bin dumm. Das mache ich noch ganz kurz. Knochenlager. Das mache ich mal hier schon direkt neben dem Lagerfeuer. So. Sheesh! Nein, 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 ich will die da reinmachen. Scheiße, falsch rum. So. So, boom. So, machen wir hier noch den hin. Zack. Oben rauf. Okay, I guess. Ja, ist halt keine Truhe. Ja, ihr sagt es, aber ist halt ein Lager. Zumindest kann ich hier die Knochen unterbringen, falls ich sie brauche. Was war da gerade noch? Wir konnten noch irgendwas machen. Stammlager. Ja, hier können wir einfach Baumstämme unterbringen. Was ist das? Steinlager? Stocklager. Können wir die von Calvin füllen lassen? Das wäre auch krass. Wenn wir die einfach von Calvin füllen lassen könnten. Könnte Calvin einfach gehen? Ja, geht. Holy shit. Ja, dann machen wir doch ein Stocklager. Das machen wir mal. Wir machen mal hier so ein Stocklager hin. Boom. Warte, wir sammeln kurz ein paar Stöcker noch. Und dann füllt Calvin das. Würde ich sagen. So. Okay, Calvin. Calvin? Calvin, komm mal her. Nein, Calvin, hör auf, Stöcker zu sammeln. Hol Stöcke und fülle Behälter. Junge, dieses Spiel ist so gut. Und in diesem Sinne, mein Kanal ist genauso gut. Abonniert. Wir machen noch eine Folge. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei was auch immer ihr heute noch tut. Und wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder heißt Tanz of the Forest. Oder... vielleicht sogar eine Folge mit jemand anderem. Oder wir zocken mal was ganz anderes mal wieder. Also, Kuss auf die Nuss, bis bald und Outro, ne?